Hot Grips von Oxford installiert. Das sind die Premium Touring Version. So, und habe natürlich schon ein bisschen vorgearbeitet. Wie wir sehen, habe ich das hier schon montiert. Wie geht man vor? Man entfernt erstmal hier die Verkleidung auf beiden Seiten. Löst hier die Schrauben vom Tank. So, als nächstes heben wir den Tank mit Hilfe so eines Spannseils. Ich habe es jetzt hier befestigt an meinen Seitenkofferhalter. So, da haben wir halt mal hier jetzt ein bisschen Platz zu arbeiten. So, wie entfernt man die originalen Griffe? Dazu habe ich mal den alten in der Hand genommen. Also auf der Seite ist der geklebt, auf der hier nicht. Ja, geht folgendermaßen ran. So, wir haben hier den, mit einer Hand ist ein bisschen schwierig, hier den originalen drin gehabt. Ja, den versuche ich irgendwie zu befestigen. So, dann ist hier das mit Metall drin. Ja, dann geht man einfach halt mit dem Schraubenzieher rein, drückt es hier so ein bisschen raus, versucht so ein bisschen rumherum zu gehen. So, das geht dann natürlich immer noch nicht raus. Was macht man als nächstes? Man nimmt WD-40, sprüht hier einfach rein. Ja, und dann macht natürlich mit dem Schraubenzieher drinne. Und dann macht man ein bisschen, dreht man ein bisschen rechts, links und das kommt schon von alleine. Drüben steckt man auch wieder den Schraubenzieher rein und dann sprüht man direkt WD-40. Das Plastik, der beim Gasgriff, zieht direkt raus. So, als nächstes, wie geht man vor? Im Set war Sekundenkleber dabei. Man geht einfach da drüber. Bum, bum, bum. Schiebt es hier rein. Zu beachten ist Folgendes. Bei der XJ6 jetzt zumindest. Hier haben wir ja das Kabel, was von dem Hot Grip ausgeht. Hier müssen wir achten, dass wir das hier in einer Ebene haben mit der Verkleidung. Weil wenn wir sehen, wenn wir hier den Kupplungshebel betätigen, haben wir gerade so in dem Sinne noch Luft und die Form ist perfekt für die Hand. So, jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Hier haben wir dasselbe Spiel, nur ein bisschen komplizierter. Hier ist nämlich ja jetzt alles beweglich. Also kleben tut er wieder mit Sekundenkleber. Dann geht man so weit runter, dass wenn man das Gas jetzt komplett betätigt, kann man mal jetzt hier sehen, ne, dass es hier oben ist. Genau gerade. So, das ist die perfekte Position für die Gasseite. So, als nächstes natürlich die Verlegung des Kabels. Das muss natürlich so verlegt sein, dass genügend Spiel da ist, ja. Dass auch nicht zu straff ist, das Kabel. Natürlich den Lenkeinschlag dann beobachten, was eigentlich kein Problem sein sollte. Hier hat man die Originalführungen, die kann man eigentlich mitnutzen. Schon mal kurz das Licht. So, hier kann man sehen, an die Originalführungen. Dasselbe hier auch jetzt. Geht zack hier entlang. So, als nächstes haben wir das Bedienfeld, ja. So, das habe ich jetzt, geht bei der XJ6 leider nur mit einer Schraube zu befestigen. Was ich jetzt noch machen werde, ich werde das ganze Teil noch schwarz lackieren, weshalb ich das erstmal so provisorisch da befestigt habe. Alles, was man dazu braucht, ist im Set schon vorhanden, auch diese Abstandshülse und alles. Ich habe hier noch zusätzlich das Kabel hier oben noch befestigt mit dem Kabelbinder, weil das locker war und immer runtergefallen ist. So, als nächstes zeige ich euch, wie man das Kabel am besten verlegt. So, jetzt sind wir hier an der Batterie. Hier sind die die Anschlüsse für Strom, rot und schwarz. Das verlege ich hier unten entlang. Ja, es geht hier durch, geht hier entlang. Es wird natürlich jetzt gleich noch alles befestigt. Deswegen zeige ich euch erstmal den Weg, wie es lang läuft. Ja, es geht hier drunter, geht hier an der Originalhalterung entlang. Hier hat schon diese Form bekommen und endet dann auch hier, wo alles drei an der Steuereinheit befestigt wird. So, und jetzt mache ich mich an die Arbeit, das Ganze noch perfekt zu befestigen. Und dann zeige ich euch das Endergebnis gleich. So, ich habe das jetzt alles an der Batterie angeschlossen. Das Kabel hier lang verlegt. Hier lang, dann wird hier nochmal befestigt. So, und dann geht es hier über eine Originalhalterung. Geht hier lang. Dann tue ich das hier, das überschüssige Kabel zusammenbinden. Und
Die Stromanschlüsse wurden alle da reingestopft. Hier gehen wir durch die Originalführung durch, hier rein, und dann geht es halt hier oben, wird es mal befestigt. Hier ein Kabelbinder. Und ja, wie gesagt, hier oben habe ich das schon erklärt. So, die rechte Seite. Also das Kabel geht jetzt hier entlang, wie man sehen kann, und kommt hier unten wieder und geht hier rein. Da, wo ich es auch angeschlossen habe, direkt. Also den kürzesten Weg habe ich mir hier ausgesucht. So, und jetzt können wir mal testen, wie sich das Ganze verhält. So, die Lampe machen wir mal hier hin. So, hier eben die Maschine. Einwandfrei. Nichts ist im Weg. Und hier habe ich den Spiegel eingeklappt. So, wie wir sehen können. Alles frei. Wunderbar. Das war's dann auch schon. So, jetzt wird einfach wieder zurückgebaut. Alles. Also, Tank wieder runter. Zwei Schrauben befestigen. Sitz drauf. Und das war's dann auch schon. Und wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, lasst uns einen Daumen nach oben. Abonnieren natürlich nicht vergessen.